Ja, ich grüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Triabi, Triathlon und Baby. Nicht mehr lange ohne Baby. Und heute beschäftige ich mich mit einem Problem, das ich schon sehr, sehr lange aufschiebe. Und es geht um dieses wunderschöne Fahrrad. Hängt bei uns im Flur, betrachte es circa mindestens, also etwa, also ich schätze mal grob, viele Male am Tag. Bin es bisher leider erst einmal gefahren. Ich habe es mir letztes Jahr gekauft. Dann bin ich gefahren und habe gemerkt, Mist, der Vorbau ist irgendwie zu kurz für mich und der Winkel ist zu steil. Ich habe dann einen neuen Vorbau montiert. Dabei habe ich dummerweise eine Schraube überdreht. Um diese Schraube geht es. Also in jedem Fall müsste man einen Fahrradladen aufsuchen und da ein bisschen Geld investieren. Da ich zurzeit weder Geld noch Zeit habe, werde ich versuchen, das Problem selbst zu beheben. Und dazu fahren wir jetzt in den Baumarkt. Also ihr kennt die Regel, niemals hungrig einkaufen gehen. Deswegen war ich noch kurz einen Moment da. Also dieses Fahrrad macht mich noch fix und fertig. Jetzt habe ich es gerade dran gebaut, die Lenkerklemmung nicht mehr zu bekommen. Oh, dachte schon, ich habe jetzt was kaputt gemacht schon wieder. Puh, also ganz klar, die Lösung ist nicht die schönste und nicht die aerodynamischste. Gibt sicherlich ein paar Schwächen an der Lösung, ganz klar. Aber insgesamt hat mich die jetzt 70 Cent gekostet. Also was ich sagen will, ich fahre jetzt schon ziemlich viele Jahre Fahrrad und habe mir dieses Triathlonrad gekauft und habe eigentlich keine Ahnung davon. Ja? Wenn ihr euch sowas kaufen wollt, unterschätzt nicht den technischen Aufwand. Der ist völlig anders als bei einem normalen Rennrad. Also ich habe jetzt schon einige Krisen mit dem Fahrrad durch. Als ich die Bremsklötzer wechseln wollte zum Beispiel, dann jetzt mit dem Vorbau, da habe ich gemerkt, wie teuer die Spacer sind, um die Sitzposition zu ändern. So schön das Fahrrad auch ist und so gerne ich das auch angucke, trotzdem ist es einfach wahnsinnig aufwendig. Auch die Sitzposition, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, da kann man jetzt nicht direkt 3 Stunden durchziehen, würde ich sagen. Bin auch gerade auf der Suche nach einem Partner, der mir ein bisschen bei meinen Fahrradangelegenheiten hilft. Wenn da jemand Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Und vor allen Dingen bin ich auch noch überlegen, ob ich nochmal ein Bike-Fitting mache. Ansonsten packe ich jetzt meine Sachen, denn nächste Woche geht's ab in die Emirate. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, davor nochmal ein Video zu machen. Falls nicht, schöne Ferien. Und danach, also ist wahrscheinlich dann, also da wird es richtig ernst. Also Augen auf beim Fahrradkauf. Danke fürs Zugucken, Kanal abonnieren und motiviert bleiben. Und dann sehen wir uns spätestens braun gebrannt, pleite, glücklich und auf Wiedersehen.